Heute gibt es das letzte Video zu meinem 90p Nature Aquarium. Willkommen, mein Name ist Bachi und wie schon gesagt, das wird jetzt das letzte Video zu den 90p, weil ich werde es abbauen. Es steht jetzt circa ein Jahr und ich habe wieder Lust auf was Neues. Ich weiß, für manche ist es jetzt ein bisschen traurig und schade, dass ich das Aquarium abbaue, auch wenn es jetzt eigentlich gerade relativ gut dasteht. Bis auf das, dass ich den Bodendecker schneiden muss oder müsste, schaut es eigentlich gerade richtig gut aus und alle Pflanzen entwickeln sich gut. Aber ich habe auch wieder richtig Lust auf ein neues Layout. Das Aquarium steht jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr, ich glaube ein Jahr und einen Monat. Und das ist eigentlich gar nicht so lange für ein Aquascape. Oft wird behauptet, dass ein Aquascape nicht so lange stehen kann, nur ein halbes Jahr oder Jahr. Und das finde ich überhaupt nicht. Also zum Beispiel bei Liquid Nature ist das älteste Aquascape 4 Jahre alt und das schaut immer noch sehr gut aus. Und das hier könnte auch noch viel länger stehen, aber ich habe einfach Lust auf was Neues. Zum einen möchte ich für nächstes Jahr von IRPLC ein neues Layout bauen und zum anderen möchte ich einfach für euch auch mehr Content machen und neue Aquarien zeigen. Und deshalb werde ich das Layout jetzt abbauen. Also wie schon gesagt, vor circa einem Jahr habe ich das Aquarium aufgebaut, komplett mit ADA-Setup, also kompletter Bodengrundaufbau, von dem Powersand, die ganzen Additive und auch den Säulen, alles ADA. Und dann habe ich auch die ersten Monate, beziehungsweise fast auch ein Jahr mit ADA gedüngt. So circa vor 2 Monaten habe ich dann aufgehört und mit Masterland weiter gedüngt. Der Grund, warum ich aufgehört habe mit den ADA-Düngern und mit Masterland weiter gedüngt habe, war zum größten Teil, weil ich meine ganzen Aquarien hier, also 4 andere Aquarien, auch mit Masterland dünge. Und da ist es für mich einfach einfacher, wenn ich morgens, weil ich jeden Tag die Aquarien dünge, einfach mit denselben Dünger bei allen Aquarien durchgehe und alle gleich dünge. Also hat jetzt keinen Grund gehabt, dass das nicht funktioniert hat, sondern es hat auch richtig gut funktioniert und jetzt, wo ich dann umgestellt habe, hat es eigentlich auch keine Probleme gegeben, hat auch gut funktioniert. So generell war ich auch die meiste Zeit immer ziemlich zufrieden mit dem Layout. Ich hatte also zuerst mit der ADA Solar IGB gestartet, dann habe ich die ausgetauscht gegen die Skylight Hyperspot M und ich bin auch richtig happy mit der Lampe. Also die ersten Tage, musste ich sagen, war es ein bisschen eine Umstellung. Das ist immer so, wenn man jetzt eine Lampe direkt tauscht, dann schaut es immer ein bisschen anders aus, wenn man jetzt schon ein paar Wochen, Monate die eine Lampe gewöhnt ist. Aber jetzt, wo ich die Lampe längere Zeit habe, bin ich echt zufrieden mit der. Also ich finde die richtig schön vom Licht und auch vom Design und das Aquarium ist richtig gut ausgeleuchtet. Ich muss sagen, gefühlt sogar ein bisschen besser als vorher mit der Solar IGB. Die Solar IGB habe ich ja jetzt beim 60p und es ist immer noch für mich eine der besten Lampen, aber die Hyperspot kommt da echt schon nah dran und vor allem für so 90p ist die Ausleuchtung mit der echt gut. Ansonsten was Pflanzen angeht, also die Echinodorus ist komplett eskaliert, die wächst extrem hoch raus, es wird immer mehr, ich bin da immer regelmäßig am Ausdünnen. Sie hat auch schon geblüht und so Blütenstände gekriegt und auch schon kleine Pflanzen. Die habe ich auch schon abgeerntet und in Barbecue eingesetzt und so weiter. Und da ist eine Sache, Echinodorus bekommen immer sehr viel Wurzeln und mir kommt vor, dass die Stängelpflanzen und alle Pflanzen drumherum weniger Nährstoffe aus dem Boden bekommen und die Echinodorus da ziemlich viel wegzieht. Also das ist so ein Punkt, ich hatte ja relativ viele Stängelpflanzen neben der Echinodorus, die haben nicht ganz so gut funktioniert. Da sind jetzt noch ein paar da, bisschen Bacopa caroliana und die Ludwigia curata. Aber die Pflanzen sind da nie so richtig schön gewachsen. Was das Ganze besser gemacht hätte, wäre, wenn ich regelmäßiger mit den Rootcaps, zum Beispiel vom Masterland, nachgesteckt hätte. Das habe ich ab und zu mal gemacht und man hat nachher gleich gemerkt, dass die Pflanzen dann schöner, und man hat dann ein paar Wochen später gemerkt, dass die Pflanzen gleich schöner gewachsen sind, die ganzen Stängelpflanzen. Habe ich aber dann nicht so regelmäßig gemacht, das müsste man echt öfters machen. Ansonsten, auf den Wurzeln habe ich halt den Pulpitis-Farn aufgeklebt, aber so ganz kleine Stücke nur von den Rhizomen und die ganzen Blätter weggeschnitten und der ist extrem schön klein wiedergekommen und das gefällt mir gerade richtig gut. Ich habe dann später noch den Aponogeton Longleaf Plumosum auf deiner Seite eingesetzt und noch ein paar Lagenandra mit Boldy Red. Die waren zuerst rechts eingesetzt, dann waren sie zu groß, jetzt habe ich sie links hinten, also wo die Schengelpflanzen waren und zum Teil auch sind, noch dazu gesetzt, dass es ganz gut gepasst, weil die relativ groß werden und dann auch im Hintergrund gut funktionieren. Auf der rechten Seite hatte ich ja ganz am Anfang eh auch schon die Blüxer, aber nur auf einer kleinen Stelle und die habe ich dann nachher noch aufgeteilt und noch auf und dann auch noch weiter vorne hingesetzt, damit einfach mehr von der Plüxer da ist. Als Bodendecker habe ich ja Glossostigma und da war es ein bisschen Helanthium Tenellum Boardleaf und Tenellum Red verteilt und das hat sich mit der Zeit immer mehr ausgebreitet. Ich hatte auch den Fall, dass ich einmal das Glossostigma relativ spät zurückgeschnitten habe. Jetzt ist es auch schon viel zu hoch, es ist noch ein bisschen da, aber nicht mehr so dicht wie vorher, aber jetzt ist es auch schon wieder viel zu hoch und dann habe ich es einmal komplett radikal zurückgeschnitten, dann hat das Helanthium ein bisschen Überhand genommen und das meiste war jetzt nur noch Helanthium Tenellum und so ein bisschen verteilt das Glossostigma. Finde ich aber auch nicht schlimm, also ist immer so, wenn man so ein Mixed Carpet macht, dass sich dann irgendwann mal eine Pflanze so ein bisschen mehr durchsetzt und manche vielleicht ein bisschen untergehen,
aber das habe ich hier von Anfang an gewusst und war mir klar und finde ich auch nicht schlecht, weil sich dann immer wieder mal ein bisschen was ändert. Am Anfang der schöne, gleichmäßige Glossostigma-Teppich, dann später immer mehr Helianthium, Tenellum, Green. So hat man auch immer ein bisschen Entwicklung in Aquarium und es verändert sich immer was, was ich ja auch immer richtig gut finde, wenn es nicht immer gleich aussieht, sondern wenn immer so nach ein paar Monaten mal ein bisschen was anders wird. Das allergrößte Problem hatte ich mit den Fischen, muss ich ehrlich sagen. Also sind noch alle da, obwohl man es jetzt nicht glauben kann fast, wenn man es nicht sieht. Und ich weiß nicht warum, ich habe das ja schon in anderen Videos, glaube ich, erwähnt, dass die Fische ziemlich scheu sind und es wurde einfach nicht besser. Ich habe alles probiert, ich habe den Lightcorn ausgeschalten eine Zeit lang und ohne Lightcorn das Aquarium betrieben, hat keinen Unterschied gemacht. Ich habe die Lampe auch getauscht, das hat auch keinen Unterschied gemacht. Ich habe die Filterposition getauscht. Ich hatte ihn ja zuerst links vorne, dann habe ich ihn links hinten platziert, hat auch keinen Unterschied gemacht. Dann auf der rechten Seite, so wie jetzt gerade, hat auch keinen Unterschied gemacht. Also ich kann es echt nicht sagen, warum die Fische so scheu sind. Also es sind 60 blaue Neons, 13 Bitterlingsbarben und ich glaube auch so 13, 14 von den Diamantregenbogenfischen. Und ich weiß nicht, was die Kombination ausmacht, aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Also das ist echt ein bisschen schade, weil ich dann aktuell eigentlich fast nirgendwo so richtig Fische habe, die ich sehe. Ich habe dann später auch noch die Nanostomos marginatus eingesetzt, weil die ziemlich mutig sind. Die sind auch dann immer vorne gewesen und waren nicht so scheu. Aber die haben es nicht geschafft, dass die anderen Fische mitnehmen und die anderen Fische auch ein bisschen mutiger werden und nicht mehr so scheu sind. Die Nanostomos marginatus habe ich mittlerweile hinter mir in das 60p gesetzt, weil ich noch relativ einfach rausfangen kann. Hier wird es ein bisschen schwieriger, wenn ich das Aquarium abbaue, dass ich auch die Fische rausfange. Also das war jetzt so das Fazit und die Entwicklung von einem Aquarium. Jetzt die große Frage, wie geht's weiter? Ich werde das Ganze jetzt dann abbauen die nächsten Tage. Ich werde das nicht filmen, weil ich möchte mir da immer sehr viel Zeit lassen. Und wenn ich das Aquarium abbaue, dann ist es immer sehr viel Stress für die Fische. Und wenn ich dann alles filme, immer wieder die Hände sauber machen muss, damit ich die Kamera einstellen kann und umstellen kann und immer alles einrichten muss und dass ihr auch alles sehen könnt, dann ist es immer sehr viel mehr Arbeit und dauert länger. Und dann dauert das einfach für die Fische viel länger. Deshalb werde ich euch diesmal das nicht zeigen. Ich habe das hier schon ein paar Mal gezeigt, vielleicht beim nächsten Mal wieder, dass ich da ein bisschen was filme, wenn ich die Fische vielleicht einfacher rausfangen kann. Also wie gehe ich jetzt vor? Ich werde jetzt erstmal die ganze Technik rausnehmen, also Außenfilter und CO2 und Dauertest und so weiter, damit das nicht im Weg ist und irgendwie runterfällt oder so. Dann werde ich mal ein paar Pflanzen rausholen, so wie den Bolbitis, der auf der Wurzel drauf sitzt, und den mal auf die Seite packen. Ich werde die meisten Pflanzen aufheben, also bevor ihr fragt, ich schmeiße die nicht alle weg. Das Einzige, was ich vielleicht wegschmeiße, ist der Bodendecker, weil der ist nicht so wirklich gut zum Wiederverwenden. Vielleicht hebe ich da ein paar Stücke für Barbecusa auf. Aber das meiste, also vor allem Aufsetzerpflanzen, die hebe ich einfach in irgendwelche Boxen auf und den kann man relativ lange aufheben. Und auch Stängelpflanzen und andere Pflanzen, die hebe ich entweder auf oder gebe sie Leuten ab, die ich kenne. Also da will ich jetzt nicht irgendwie die Pflanzen an andere Leute schicken, die ich nicht kenne. Das ist immer viel mehr Aufwand. Vor allem, wenn ich die Pflanzen eher entweder selbst aufheben kann oder an Leute geben kann, die ich kenne. Dann werde ich in dem Fall wahrscheinlich mal das Hardscape rausholen. Also hier habe ich ja eine riesen Wurzel verwendet und die werde ich wahrscheinlich rausheben versuchen und schauen, dass die Steine nicht abfallen oder die Steine vorher schon gelöst sind. Weil das ist immer so ein Ding, wenn man jetzt eine Wurzel oder ein großes Teil vom Hardscape rausholt und man hat das verklebt und es klebt dann noch ein Stein oder so dran, dann kann es passieren, dass sich der dann löst. Und im schlimmsten Fall fällt er dann gerade beim Rausheben ab und fällt dann aufs Glas und das Glas ist kaputt. Das darf auf jeden Fall nicht passieren. Deshalb muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein. Auch, dass man irgendwelche Fische, die sich in irgendwelche Höhlen verstecken, vor allem bei so Wurzeln, dass man die rausholt und nicht irgendwie die Wurzel rausnimmt und dann irgendwie noch ein paar Fische im Hardscape versteckt sind, muss man immer ein bisschen aufpassen. Dann werde ich wahrscheinlich schon mal ein bisschen Wasser ablassen und auch einen Teil der Pflanzen rausholen und dann werde ich anfangen, die Fische rauszufangen. Aber dann, wenn die Fische draußen sind, auch die ganzen Pflanzen, dann werde ich das ganze Wasser ablassen, damit so gut wie das ganze Wasser draußen ist und dann will ich den Bodengrund rausholen. Zum einen ein bisschen schaufeln, das erste grobe Stück davon, und dann am Schluss nehme ich mir noch so einen Nassstaubsauger, sauge das ganze Aquarium aus, spüle es nochmal mit Wasser durch, dann sauge ich es nochmal aus und dann ist es eigentlich relativ schnell sauber. Einen Tipp noch, wenn euer Aquarium gerade gar nicht gut ausschaut, alles voller Algen ist, dann versucht das lieber in den Griff zu bekommen und baut es dann ab. Also ich mache es eigentlich auch immer so, wenn das Aquarium gerade richtig gut ausschaut, alle Pflanzen schön sind und auch das ganze Hardscape schön ist, dann baue ich das Aquarium am liebsten ab,
weil dann kann ich das Hardscape ohne Probleme weiterverwenden, brauche das nicht allzu sauber machen, kann die Pflanzen mit gutem Gewissen weitergeben, weil wenn sie voller Algen sind, will ich sie auch nicht unbedingt irgendwie schenken. Deshalb ist in dem Fall, wo jetzt eigentlich alles relativ clean ist, ich habe nur auf ein paar Bulbitis-Blätter, was ein bisschen älter sind, ein paar Pinselalgen, aber sonst ist das Aquarium eigentlich relativ schön und alles sauber und jetzt der perfekte Zeitpunkt, das Aquarium abzubauen. Und jetzt ist auch der perfekte Zeitpunkt, um das Aquarium für den IOPLC einzurichten, beziehungsweise wäre es vielleicht schon ein bisschen früher. Das Video wird wahrscheinlich erst in ein paar Wochen kommen, so Ende Dezember, und jetzt ist es gerade Anfang Dezember und so November, Dezember ist, finde ich, so ein guter Zeitpunkt, vor allem wenn man ein bisschen größeres Aquarium hat, dass man mit dem Layout anfängt, damit das Aquarium dann fürs Foto nicht so frisch ausschaut und alles gut ausschaut. Hier kommt jetzt zu der ganzen Playlist, wo ich das Aquarium eingerichtet habe, wie wir wieder vorgestellt haben, Sachen geändert habe. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut ihr unbedingt rein und dann bis zum nächsten Mal.